Wir befinden uns hier im Physiklabor. In diesem Physiklabor bieten wir die Möglichkeit, oder haben wir die Möglichkeit, Studierenden im zweiten oder dritten Semester aller technischen Studienrichtungen das Physikpraktikum zu zeigen. In diesem Physikpraktikum geht es uns darum, dass wir versuchen wollen, eine Verknüpfung zu schaffen zwischen der Vorlesung, die den theoretischen Background für die Studierenden präsentiert, und der Praxis des tatsächlich praktizierenden Ingenieurs eben aufzuzeigen. Wichtig ist uns hierbei, dass wir, oder dass besser gesagt die Studierenden, die einzelnen physikalischen Experimente begreifen und damit auch diesen theoretischen Background, der aus der Vorlesung kommt, besser verstehen und nachvollziehen können. Wir haben hier in der Physik zahlreiche Messgeräte zu den verschiedenen Themenbereichen aus der Physik, der Optik, der Wärmelehre, also der Thermodynamik, aber auch der Elektrizitätslehre. Die Studierenden erfahren in der Vorlesung die Theorie, die in der Physik herrscht, und hier im Physiklabor lernen sie die Praxis kennen. Und diese Verknüpfung, die hier herrscht, die hier vorherrscht, diesen Versuch zu greifen, zu ergreifen, damit auch zu begreifen, wie wir das hier nennen, ist für uns extrem wichtig.